Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Astano Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt in meinem Haus rein. Und da sind wir auch schon. So, hier sind wir in meinem Haus. Wir gehen hier mal durch die Gaming-Tür. So, und können uns hier auch mal hinsetzen. Und wir haben auch 8 E-Mails noch. Dann haben wir nämlich das Spiel normalerweise dann praktisch komplett durchgespielt, weil es dann nichts mehr weiter gibt. Ja, im Archiv habe ich ja auch alles zu 100% durchgespielt. Ne? Ich will ja, wie gesagt, immer alles zu 100% durchspielen, bis ich nachher alle Sachen fertig habe. Ich weiß nicht, ob es danach noch irgendwie neuere Posteingänge-Dings hier gibt. Ich glaube aber nicht, deswegen werde ich bald dann auch Häuser kaufen und dann die verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Häuser es gibt. Ich will auf jeden Fall, so, denke ich mal, jedes Haus kaufen, was es hier so gibt und dann wieder verkaufen. In einem Video. Das heißt, ich werde immer, also so viele Videos hier kommen praktisch noch von Haus Flipper, wie ich das Spiel dann auch mal durchgespielt habe. So, das hier ist ja mein Haus, das behalte ich auch. Also ich will auf jeden Fall jedes Haus einmal gekauft haben und dann verkauft haben. Das heißt, Campinghaus ist so praktisch das erste, was ich kaufe, neu renoviere, bla 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 und dann für etwas mehr Geld verkaufe. Gut, legen wir aber jetzt erstmal mit dem Mehl los, weil noch dauert es ein bisschen, sag ich mal. Ich werde übrigens. Das hier ist, glaube ich, noch was zum Fortsetzen. Das hier auch, genau. Und das hier Kindergarten auch. Genau, diese drei Dinge werde ich offscreen weitermachen, weil die habe ich schon mal angefangen, aber noch nicht zu Ende gebracht. Ich würde sagen, wir würden einfach mal hier das hier machen, weil das ist direkt danach so. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovieren habe. Hallöchen, ich habe ein großes Häuschen erworben. Nur muss es grundlegend renoviert werden. Leider hat mich mein Mann verlassen. Die Kinder habe ich enterbt und ich selbst habe keine Ahnung von Renovierungsarbeiten oder gar Aufräumen. Ich werde vielleicht das Haus weiterverkaufen, möchte aber ein wenig daran verdienen, weswegen es in einem Top-Zustand sein muss. Räumen Sie bitte alles auf, streichen Sie die Wände, eine schöne helle Farbe, wobei der Flur im hellen Orangen erstrahlen sollte. Orange, meine Lieblingsfarbe. Tauschen Sie die Toilette aus und denken Sie bitte an die Heizkörper in jedem Raum. Viele Grüße, H. Dena. Sortieren wir das Ganze. Boah, das ist gerade. Boah. Dadurch, dass ich gerade rede, tut gerade mein ganzes Gesicht weh. Kennt das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man zu viel redet, oder wenn ich zu viel rede, tut irgendwann weh. Boah, das habe ich gerade. Uhuhu. Aber das Video kommt natürlich trotzdem. Ich mache übrigens ja jetzt 2 Videos am Tag, das heißt, es kommt immer ein Video um 15 Uhr. Und ein Video um 20 Uhr. Genau. Worüber ich mich auch freuen würde, ist, wenn ihr meinen Discord-Server joint, der ist in der Videobeschreibung verlinkt, würde mich freuen, wenn ihr den einmal joinen würdet. Worüber ich mich auch freuen würde, ist, wenn ihr einen kleinen Abo dalasst und auch nicht reinigen. Genau, und einen Kommentar und die Glocke aktiviert. Und dieses Video auch bis zum Ende anschaut, das wäre mir. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau. Vielen Dank an alle, die es schon getan haben. Und, ja. Genau. So. Streichen wir jetzt hier erstmal die Wände. Weniger Geplapper, mehr Arbeit, würde ich mal sagen, ne? So. Bam, bam, bam. Also es soll jetzt diese Woche übrigens auch nur eine Ausprobierungswoche sein. Das heißt, ich probiere aus, ob das auch von der Zeit bei mir passt mit 2 Videos am Tag. Das heißt, aktuell diese Woche ist erstmal, glaube ich, denke ich mal, die erste Woche, wo ich dann halt erstmal alles ausprobiere, ob das mit den 2 Videos am Tag passt, ne, wie ich schon gesagt. Ja. Genau. Ich denke mal schon, dass das passt, weswegen dann auch das so bleibt. So, hier ist noch irgendwo Schmutz, wie die Schmutz. So, Fenster reinigen. Das kriegen wir doch auch hin, ja. Bam, 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 bam. So. So, Fenster auf, damit das hier nicht mehr so lief drinne. Man weiß es ja nicht. Ging gerade richtig schnell. Das ging richtig schnell gerade fertig zu machen. Gut. Jetzt sollen wir repariere Steckdose und
Nee, die nicht. Ist aber keine Steckdose, da bin ich gerade blind. Neue rein, so, das habe ich. Ach, zwei. Neue rein, neue raus. So, und die hier noch. Montieren, zack und zack. Fertig. So, Steckdose. Ist das die hier? Nö. Aha, ich sehe sie doch. Hier ist sie. Man macht doch mal hier den blöden Kackstuhl weg. So. Montieren. Einmal raus. Aufschrauben. Aufschrauben. Raus. Rein. Rein. Kommen und auch rein. Bam, bam und bam. So, das ist fertig. Und hier die Geräte, Heizung, genau. Das hier, bam. Einmal festschrauben. Bei mir ist im Haus, also was heißt beim Haus, also bei mir sind diese Stänge von den Heizungen tatsächlich so lang, also nicht in die Wand, sondern so hier so an der Wand. Man kann die auch sehen. So. So, streichen wir einmal hier wieder orange. Also so pfirsich soll das ja sein. Aber orange ist es dennoch. Ich identifiziere es als orange. Eigentlich sollte man ja, wenn man streichen tut, kein Fenster aufpassen, ne? Oder nee, beim Tapezieren ist das so, beim Streichen weiß ich gar nicht. Da sollte man das Fenster aufmachen, glaube ich. Beim Tapezieren ist es tatsächlich so, dass man das Fenster nicht öffnen sollte, weil dann irgendwie die Luft da irgendwie, weil die Luft da irgendwie was gegen Dings. Ach, ich weiß doch auch nicht, ich bin kein Tapezierer. So. Zack, zack. Nur. Ja, das ja auch, ja. Neunundneunzig, 100, yes. Verkaufen. So, weiter geht's mit dem nächsten Raum. So, ich mache die Tür mal hier auf, damit ich weiß, dass ich da drinne war. So, nee, nicht streichen, wegräumen. So. Was ist denn hier passiert, ey? Sag mal. Und hier im Saustall oder was? So, Fenster reinigen hier erstmal. So. Es gibt übrigens bald wieder eine neue Folge von der Minecraft-Insel. Für die warten darauf. Gab es ja länger jetzt auch keine. Ich will übrigens auch ein Livestream darüber machen. Denn wir werden so Städte, sage ich mal, bauen. Und da habe ich ein bisschen Bock, auf jeden Fall auch ein Livestream zu machen. Vor allem ist es geiler, als die ganze Zeit immer ein Video darüber zu drehen. Ja, deswegen kommt da bald auf jeden Fall was. So, hier ist die Steckdose hinter diesem hässlichen Sofa. Also wer kauft sich denn sowas? Ehrlich. Muss ja alles einstöpseln und die kriegt auch noch Kohle dafür. Geht ja mal gar nicht hier. Ja gut, aber die braucht das halt noch nicht mehr. Ne? Hier dieses Haus, ja gut. Ich will mir ja auch direkt ein Haus kaufen. Nach der Ausbildung. So. Weil ich kaufe, was heißt kaufen? Also ich bezahle die halt so monatlich ab wie so eine Miete. Weil tatsächlich das schlauer ist, als Miete zu zahlen für ein Haus. Weil ein Haus, für eine Wohnung meine ich. Weil eine Wohnung ist jetzt ein bisschen teuer in Hamburg. Was heißt teuer? Also die Wohnung, ja, will ich einfach nichts zu sagen. Ne, also die Wohnungen sind praktisch einfach zu teuer. Beziehungsweise sind genauso teuer wie ein Haus. Und warum sollte man sich dann lieber das kleinere holen?
Einfach direkt das Größere zu holen. Außerdem will ich mir ja eh irgendwann ein Haus kaufen. Und daher kann ich es auch direkt tun. Ist auch schlauer, weil dann habe ich es umso schneller auch wieder abbezahlt. Ist ja jetzt 100 Jahre zu warten und eine Kackbude, Wohnung zu sehen, wo man eingehen kann. Wenn ich die Ausbildung mache, kann es sein, dass ich da noch in einer Wohnung dann wohne. Aber dann will ich auch irgendwann umziehen, ne? Das steht auf jeden Fall fest. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so denkt. Oder was ihr so machen wollt. Oder eventuell auch gemacht habt. So. Und 100. Perfekt. Glaube, die anderen Räume werden jetzt einfach genau gleich sein. Gehen wir mal hier ins Badezimmer. Das ist ja auch komplett siffig, ey. Aber was ist das für ein... für eine Toilette, ey. Ich kann hier nichts reinigen. Ah doch, jetzt. So. Räumen wir den Müll auf. Aha. Fenster reinigen, ja. So. Würdet ihr eigentlich so Reinigungskraft arbeiten? Wär das was für euch? Oder sagt ihr eher nee? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wo soll ich denn hier eine Waschmaschine platzieren? Egal. Also ich habe keinen Plan. Echt keinen Plan. Der Regen wird auch immer mehr, ne? Nee, verkaufen darf ich das nicht. Ja gut, aber wo soll hier eine Waschmaschine hin? Ach, hier! Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, Waschmaschine, komm her. Montieren. Danke. Ich werde übrigens gleich mal einen Cut setzen. Und alle Dinger hier mal fertig machen. Dann müsst ihr das jetzt hier nicht alles sehen. Beziehungsweise, ja doch. Ich mache gleich einen Cut und dann. Braucht ihr das hier nicht alles mal angucken? Dann zeige ich euch das gleich. So. Rein da und zack. Und fertig ist die Waschmaschine. So, bam. So, dann kriegen sie auch noch eine wunderschöne Toilette. Die da hinpasst. Ja. Passt, okay. Ja, gut, Leute. Dann mache ich mal hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich zeige euch das hier einmal. So, die Küche sieht jetzt so aus. Ihr könnt euch denken wahrscheinlich, was ich alles gemacht habe. Hier habe ich jetzt alles gereinigt. Neue Heizung dran, wieder gestrichen, Fenster gereinigt und fertig. Und hier war ein Kakerlakennest, das habe ich auch beseitigt. Sonst war das alles. Ja, hier das Wohnzimmer, auch wieder hier gestrichen, Fenster gereinigt, Heizung montiert und das war's. Und hier habe ich einfach nur die Wanddinger dran gemacht und den Boden. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten im Video schon verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.